Heute bin ich mit einem sehr saftigen und leckeren Schokokuchen aus der türkischen Küche für euch da. Und zwar Arlampasta. Es ist ein sehr leckerer, saftiger Schokokuchen mit einer Sahneschicht und einer Puddingcreme oben drüber. Und ja, ich zeige euch natürlich, wie man ihn zubereitet. Total einfach und ohne viel Aufwand. Für den Kuchen werden die Eier mit dem Zucker zusammen schaumig aufgeschlagen. Dieser Vorgang kann gute 4 Minuten dauern. In der Zeit den Backofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Springform einfetten. Ich verwende eine eckige Springform mit den Maßen 28 x 19 cm. Man könnte hierbei auch eine 26er Springform verwenden. Und falls ihr den Kuchen in einem Backblech zubereiten möchtet, dann braucht ihr von allen Zutaten die doppelte Menge. Nachdem die Eimasse schön schaumig aufgeschlagen wurde, das Öl unterrühren, anschließend das Mehl mit dem Backkakao und mit dem Backpulver vermischen und zu der Eimasse hineingeben. Kurz unterrühren, bis sich alle Zutaten gut verbunden haben. Anschließend den Teig in die gefettete Backform oder auf das Backblech geben und glatt streichen und dann im Backofen für ca. 30 Minuten backen. Macht unbedingt hierbei eine Stäbchenprobe. Nach der Backzeit den Kuchen aus dem Backofen holen, ca. 5 Minuten auskühlen lassen und dann sofort mit der Milch schön gleichmäßig tränken. Und dieser Schritt ist wirklich super wichtig für den Kuchen, damit er auch wirklich schön saftig wird. Jetzt geht es weiter mit der Sahne. Die Sahne muss beim Aufschlagen eiskalt sein, das ist super wichtig. Die gebe ich zuerst in die Küchenmaschine hinein. Ihr könnt sie auch in eine Schüssel hineingeben, wenn ihr zum Beispiel ein Handrührgerät verwendet. Dazu kommt dann noch etwas Vanilleextrakt und dann fange ich an, die Sahne aufzuschlagen. Zuerst auf der niedrigsten Stufe und nach ca. 15 Sekunden gebe ich dann den Zucker und Sahnesteif hinzu und lasse die Sahne weiterhin schlagen. Sobald die Sahne etwas fester wird, schlage ich die Sahne auf mittlerer bis höchsten Stufe weiter. Hierbei bitte immer dabei sein, denn es kann sein, dass in nur wenigen Sekunden die Sahne gerinnt und deswegen muss man hier wirklich eiskalte Sahne verwenden und wirklich immer einen Blick drauf haben. Und genau so muss die Konsistenz sein. Schön fest und trotzdem cremig und geschmeidig. Die Sahne könnt ihr dann schon mal bis zum Gebrauch kühl stellen und wir machen weiter mit dem Schokopudding. Dafür benötigen wir Milch, Mehl, Backkakao, Zucker und nachher auch Schlagsahne. Zuerst kommen Milch, Mehl, Backkakao und Zucker in einen Topf und werden schön glatt gerührt. Anschließend könnt ihr die Masse unter ständigem Rühren auf dem Herd auf höchster Stufe schön aufkochen, bis so eine feste und dickflüssige Konsistenz entsteht. Den Pudding dann sofort in eine Schüssel umfüllen und mit Frischhaltefolie sofort bedecken, damit sich keine Haut bildet und dann komplett auskühlen lassen. Diesen Schritt mache ich meistens während der Backzeit von dem Kuchen und so spare ich natürlich auch Zeit. Und jetzt geht es weiter mit der Sahneschicht. Dafür auf den ausgekühlten Kuchen die Sahne schön glatt streichen. Und dann geht es weiter mit der Puddingcreme. Nach der Kühlzeit den Pudding einmal mit dem Mixer kurz durchrühren, dann die Schlagsahne zugeben und nochmal gut durchrühren, bis sich die zwei Zutaten schön verbunden haben. Anschließend wird der Pudding auf die Sahneschicht schön glatt gestrichen. Der Kuchen muss dann für mindestens 2 Stunden kühl gestellt werden. Ich mache das meistens immer über Nacht und so wird er am nächsten Tag richtig schön saftig. Und ja, dann kann man ihn auch schon anschneiden und servieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Leute, ihr müsst diesen Kuchen einfach nur ausprobieren und berichtet mir gerne, wie ihr den findet. Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn lieben. Auch Leute, die normalerweise keinen Schokopudding bzw. Schokokuchen mögen, werden diesen Kuchen wirklich lieben. Das ist jetzt nach meiner Rezeptur. Normalerweise verwendet man zum Beispiel bei dem Schokopudding Milch, aber mit der Sahne wird es nochmal noch cremiger und noch leckerer. Also probiert es gerne aus und ja, die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox und ich hoffe, wir hören zu meinem nächsten Video.